mal Video der Berufsschule 7. Wir sind immer noch bei dem Themengebiet der Pattern und für heute habe ich mir das sogenannte Singleton-Pattern ausgesucht. Das ist von den Pattern eigentlich ziemlich das Billigste, was man sich vorstellen kann, aber ja, es hat durchaus seine Daseinsberechtigung. Und genau, deswegen will ich einfach mal darüber sprechen. Es ist auch ein Pattern, was in dem Gänge-Vorbuch zitiert wird. Und ja, somit hat es genug Berechtigung, auch hier eine Rolle zu spielen. Das Szenario, da hier geht es darum, wieder wie bei dem letzten Video auch, um sogenannte Logfiles. Und hier haben wir jetzt folgende Situation, die das Problem darstellen soll. Ich habe eine Applikation und diese Applikation ist jetzt multithreaded. Das heißt, ich habe hier einen Thread 1 und der kann für irgendwelche Situationen einen Logger erzeugen, Create Logger, und dann soll der da irgendwelche Informationen in ein Textfile reinloggen. Und es gibt hier dann noch einen zweiten Thread, der entsprechend auch einen Logger benötigt und jetzt mit diesem Textfile oder in dieses Textfile irgendwelche Informationen reinschreiben möchte. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Logger, der von Thread 1 erzeugt wurde und der soll in dieses Textfile schreiben. So, der zweite Thread, der muss jetzt im Prinzip auf den gleichen Logger zugreifen. Warum? Weil wenn ein zweiter paralleler Logger existieren würde, würden die sich um die zentrale Ressource des Logfiles prügeln. Ja, also ich darf nur einen einzigen Logger haben, weil der exklusiv mit dem Textfile interagiert. Das heißt, sobald der Logger existiert, wird dieses Textfile geöffnet und erst mit dem ja, Sterben des Loggers soll dieses Textfile dann wieder geschlossen werden. Das heißt, wenn ich zwei Logger hätte, dann könnte ich eben nicht garantieren, exklusiv auf dieses Textfile zugreifen zu können. So, das wäre jetzt die Situation. Das heißt, wenn Thread 2 den Logger gerne hätte, dann muss er den Logger wiederverwenden, der von Thread 1 eigentlich erzeugt wurde. Jetzt könnte man das Ganze auch mit einem statischen Logger realisieren, aber in dem Fall möchten wir das tatsächlich mit einer Instanz einer Klasse realisieren und damit haben wir eben die Problem oder die Problematik des exklusiven Erzeugens. Dann werfen wir mal einen Blick auf eine Lösung. Ich muss kurz vorausschicken, es gibt hier mehrere Varianten, sowas zu lösen. Ich erkläre jetzt hier aus meiner Sicht die einfachste und simpelste Art und Weise, das zu lösen. Das bezieht sich jetzt darauf, was ich jetzt auf Private, was ich auf Protect setze, etc. Aber ich glaube, so wie ich es jetzt hier gleich erklären werde, das ist die, ich sag mal, am nachvollziehbarste Lösung für dieses Problem. Also, wir erweitern jetzt unsere Logger-Klasse. Das heißt, neben der eigentlichen Funktion, die ich brauche, DoLog, was ja hier in dem Fall eine Instanzmethode ist, das heißt, ich brauche ein Objekt. Und jetzt versuche ich eben diese Exklusivität, die ich brauche, um eben exklusiv mit dem Logfile kommunizieren zu können, in diese Klasse reinzupacken. Und dazu nutze ich jetzt eine statische Variable. Statische Variablen existieren die ja nur im Rahmen, jetzt, wenn wir jetzt das Ganze mal mit Java angucken würden, im Rahmen des Class-Loaders, der Instanz des Class-Loaders nur ein einziges Mal. Das bedeutet, ich habe so eine Art globale Variable geschaffen. Die ist nicht global, sondern sie hängt in der Klasse, aber ich kann global darauf zugreifen, indem ich sozusagen einfach auf die Klasse als solches zugreife. Allerdings mache ich diese Variable jetzt private, das heißt, ich kapsle sie, das heißt, den Zugriff muss ich von außen jetzt steuern über entsprechende Methoden. Also das Besondere ist jetzt, dass diese Variable Instance eine Referenz auf ein Objekt der eigenen Klasse erlaubt, also auf die Klasse Logger. Das heißt, hier habe ich jetzt einen exklusiven Ort geschaffen, wo eine Instanz dieser Klasse residiert eben in dieser statischen Variable. Das nächste, was ich brauche jetzt irgendeine Möglichkeit zu sagen, liebe Klasse,
gib mir mal eine Referenz auf eine Instanz. Ja? Und das nenne ich jetzt einfach mal Get Instance. Und der Sinn dieser Methode ist, dass wenn ich sie aufrufe, dass ich eine Instanz zu dem dieser Logger-Klasse erhalte. Wo auch immer die herkommt, das ist mir an der Stelle jetzt erstmal egal. Hauptsache, ich halte eine Instanz in der Hand. So, wir werden uns gleich diese Methode etwas genauer anschauen. Die hat nämlich im Prinzip zwei Funktionalitäten. Das eine ist, sie erlaubt einen Zugriff auf die private statische Variable Instance, wenn dort ein Logger drin liegt, beziehungsweise sie erlaubt auch das Aufrufen des Konstruktors, auf den komme ich auch gleich zu sprechen. So, das heißt, damit hat sie so eine Art Funktionalität wie eine Factory-Methode aus dem vorigen Video. So, und der dritte im Bunde, den wir jetzt brauchen, ist der eigentliche Konstruktor. Und das Besondere ist, dass ich diesen Konstruktor jetzt hier private mache. Das bedeutet, dass kein anderer außer die Klasse selbst diesen Konstruktor aufrufen darf. Manche machen den auch protected, aber ich bleibe jetzt hier mal bei der einfachsten Variante und ich belasse den jetzt hier auf private. So, und dieses Konzept wollen wir uns jetzt auch mal aus Code eben anschauen. Gut, was haben wir hier? Wir haben jetzt hier unsere Private Static Instance Variable vom Typ Logger. Das heißt, hier habe ich jetzt eine Referenz auf ein Objekt der eigenen Klasse. Okay, so haben wir es ja besprochen. Als nächstes habe ich jetzt meinen Private Konstruktor. Diesen Konstruktor habe ich jetzt einfach so konzipiert, dass er einfach diesen Buffered Writer erzeugt, eben auf dieses exklusive File, das dann eben diese ganzen Log-Einträge aufnehmen soll. Entscheidend ist, der Konstruktor ist private. Jetzt habe ich die Methode getInstance. Diese getInstance-Methode soll jetzt eine Art Getter auf diese Variable Instance realisieren. Was ich jetzt hier noch gemacht habe, ich habe die synchronisiert, weil wenn verschiedene Threads eben auf diese getInstance Methode zugreifen, muss sie sequenziell abgearbeitet werden, weil ich sonst eben hier ein kleines potenzielles Racing-Problem bekomme. Das sehen wir auch gleich. Und zwar ist das Ganze hier. Ich sage jetzt, wenn die Instance null ist, dann muss ein neuer Logger erzeugt werden. Und zwar in die Variable Instance. Und wenn genau an der Stelle gerade ein anderer Thread die gleiche Anfrage macht, just in dem Moment, könnte es passieren, dass eben beide auf diese statische Variable zugreifen und sagen, hoppla, die ist null und beide eben diesen Konstruktor aufrufen würden. Deswegen muss es eben synchronized sein. So, also wenn die Instance noch nicht da ist, wenn sie null ist, dann erzeuge ich einen neuen Logger in diese Variable Instance und gebe sie dann einfach zurück. Das heißt, wenn ein voriger Call auf getInstance bereits stattgefunden hat, dann liegt in der Variable Instance tatsächlich das Objekt drin und wenn nicht, wird es eben erzeugt. Das heißt, ich habe eine garantierte Rückgabe des Objektes, aber eben die Garantie, dass der Konstruktor nur ein einziges Mal aufgerufen wird. Bei der Nutzung, das habe ich jetzt hier in die Run-Methode eines Runnable-Objektes reingepackt. Das heißt, das läuft hier, dieses Run im Rahmen eines Threads. Und hier sage ich jetzt einfach, okay, liebe Logger-Klasse, gib mir bitte die Instanz des Loggers. Das heißt, die Logger-Klasse macht jetzt genau das, was wir vorhin besprochen haben. Es erzeugt die Instanz, wenn noch nicht da, ansonsten gibt sie sie lediglich zurück. Und damit kann ich den Logger jetzt nutzen und hier lustig vor mich hinloggen. Und ich weiß, dass dieses DoLog eben entsprechend nur auf dieser einzelnen Instanz ausgeführt wird. Es wäre jetzt hier natürlich sinnvoll, dieses DoLog auch nochmal zu synchronisieren oder in dem Logger jetzt irgendwie
einen FIFO-Speicher reinzubauen, dass ich die zu lockenden Elemente erstmal hier rein registriere und so weiter. Da kann man sich dann spielen. Entscheidend ist, ich habe hier einen exklusiven Logger, der nur ein einziges Mal existiert als Objekt und den kann ich nutzen. Ja, noch ein paar ganz allgemeine Punkte zum Singleton-Pattern. Es gehört zur Gruppe der Erzeugungsmuster. Also, ja, wie eigentlich die Factory auch. Das war im gleichen Bereich allokiert. Dann die Idee ist, dass ich eben nur ein einziges Objekt im Speicher habe. Und ich persönlich sage, es ist eigentlich nur dann sinnvoll, wenn ich Shared Resources habe. Also irgendeine Ressource, die nur ein einziges Mal da ist und von verschiedenen Threads meistens genutzt wird. Es gibt noch diverse andere, aber das würde dann wirklich zu sehr in die Tiefe führen. Für uns hier an der Stelle ist eigentlich diese Idee der exklusiven Ressource, die ich über mehrere Threads teilen muss, eigentlich der sinnvollste Use Case. So, dann noch zwei Begriffe, die vielleicht in dem Zusammenhang ganz spannend sind. Es gibt den Begriff des sogenannten Eager Loadings. Das heißt, ich könnte theoretisch das Singleton so realisieren, dass ich die Erzeugung nicht in einer statischen Klasse, sondern wiederum in einer Erzeugerklasse realisiere, die wiederum als Objekt erzeugt werden muss. Das heißt, sobald die Klasse in irgendeiner Form da ist, wird eben dieses Objekt erzeugt. Das heißt, ich habe keine Problematik bei irgendwelchen Threads. Das heißt, ich kann mir dieses Synchronized sparen und es kann aber theoretisch sein, dass ich eine Instanz unnötig instanziere. Und dann gibt es das Lazy Loading. Genau, das ist das, was wir hier gesehen haben. Das ist eigentlich das klassische Vorgehen. Ich benötige eine Instanz und ich instanziere sie genau dann, wenn ich sie benötige, eben wenn ich dieses Get Instance aufrufe. Und hier habe ich keine unnötigen Ressourcen, weil ich erzeuge es wirklich nur dann, wenn ich es wirklich brauche. Und ich bin hier nicht ohne weiteren Maßnahmen Thread sicher, sondern ich muss hier das Synchronize bemühen, damit das Ganze überhaupt Thread sicher läuft. Aber auch das ist ja kein großes Problem, wie wir gerade gesehen haben. Ja, das war eigentlich alles. Das ist ein relativ kurzes Video geworden, ist auch mal nicht schlecht. Und ja, ich werde jetzt demnächst mal gucken, welche weiteren Pattern denn so gerne in Prüfungen mal rankommen. Da suche ich mir dann noch ein paar raus und das werden dann die nächsten Videos. Also bis dahin dranbleiben.